Heute geht es um ein kleines Zubehörteil für die GoPro Hero Session, das man nicht unterschätzen sollte. Und zwar geht es hier um den Afunta Displayschutz. Das Ganze ist aus gehärtetem Glas, kommt in so einem Zipper hier und ich würde sagen, Unboxing Time. Jetzt haben wir hier den gesamten Lieferumfang vom Afunta Displayschutz. Das Ganze ist wirklich ganz nett gemacht hier in diesem Holzschächtelchen. Ein bisschen überflüssig für einen eigentlichen Displayschutz. So einen, ja in Anführungsstrichen, hochwertige Verpackung. Also hätte man sich einsparen können, aber der Lieferumfang ist wirklich top. Ihr habt hier einmal ein Instruction Manual mit 3 Dustabsorbern, 2 verschiedene Tücher, einmal wet und einmal dry. 3 einzeln verpackte kleine Folien, die hier wirklich einzeln verpackt sind. Also wirklich gut gemacht. Hier wirklich sehr, sehr klein und optimal für die GoPro Hero Session. Machen wir das jetzt auch direkt. Das war es dann soweit zu dem Afunta Schutzdisplay für die GoPro Session. Das Ganze gibt es bei Amazon für unter 10 Euro zu kaufen und dafür habt ihr 3 solcher Schutzscreens, die ja wirklich hauchdünn sind. Also es fällt nicht auf, dass das Ganze auf dem Objektiv aufgebracht ist und damit spart ihr euch, ja, falls das eigentliche Objektiv zerkratzen sollte, einen teuren Austausch. Denn das Ganze auszutauschen kostet so zwischen 30 und 50 Euro und zusätzlich muss man dann an der GoPro Session selber schrauben, also damit spart ihr euch eine Menge Ärger und habt halt 3 Möglichkeiten, das, falls es mal zerkratzen sollte oder dergleichen, halt neu anzubringen. Also ich bin echt begeistert von dem Produkt, wie es hier daherkommt mit dem ganzen Zubehör und es erfüllt definitiv seinen Zweck hier. Sieht schick aus und dann bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Lasst die Däumchen nach oben, falls euch das Ganze gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und wie immer, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.